Sanddünen sind natürliche Barrieren gegen zerstörerischen Wind und Wellen, unsere erste Verteidigungslinie gegen Stürme und Stranderosion. Sie minimieren die Auswirkungen von Überflutungen und hohen Wellen, sie verhindern oder reduzieren Schäden an Wohngebieten. Die Dünen liefern bei Unwettern Sand an erodierte Strände, blockieren Sandstürme und puffern Nebelbänke. Sie haben eine wichtige Funktion in der Natur. Doch können sie auch gefährlich sein. In diesem Video zeigen wir verschiedene heroische Rettungen, bei denen der Sand überhand nahm. Ein 11-Jähriger findet ein Mädchen, das lebendig unter Sand begraben wurde. Was mit ihr passierte, erfährst du in diesem Video. Lebendig begraben. Jeder kann ein Held sein, egal wie groß oder klein er ist. Connor Fitzgerald war 11 Jahre alt und zeigte unerwartet an einem schönen sonnigen Tag, dass das wirklich stimmt. Seine schnelle Auffassungsgabe und richtiges Handeln haben Connor im entscheidenden Moment zum Retter gemacht. Es war ein ganz normaler Strandtag. Connor spielte mit seinen Freunden in den Dünen von Marina in Kalifornien. Sie taten, was jedes andere Kind auch am Strand tut: Schwimmen und im Sand graben. Sie überlegten sich einen Wettbewerb und versuchten, sich gegenseitig zu übertreffen. Wer das größte und tiefste Loch graben konnte, hatte gewonnen. Die Jungs verteilten sich, jeder grub sein Loch. Connor hatte Spaß daran und schaffte Unmengen Sand beiseite. Er wollte gewinnen. Schaufel für Plastikschaufel kam er tiefer, er nahm auch die Hände und strengte sich richtig an. Es ist dabei sicherlich nichts Besonderes, wenn man bei dieser Aktion das ein oder andere findet. Viele Menschen kommen hierher und manchmal verlieren sie etwas, vielleicht sogar einen großen Schatz. Alles wäre möglich. Dass Connor auf etwas stieß, wäre also sowieso keine Überraschung gewesen. Nach einer Weile des Grabens und Schaufelns bewahrheitete sich diese Theorie. Er fand etwas. Es war jedoch schlicht und unscheinbar. Ein Rucksack. Wahrscheinlich hatte ein Kind ihn verloren. Trotzdem entwickelte Connor Ehrgeiz und wollte seine Entdeckung bergen. Schnell grub er immer tiefer. Vielleicht stand ein Name auf der Tasche und er konnte den Rucksack seinem Besitzer zurückgeben. Vielleicht gab es einen Finderlohn. Absolut motiviert durchwühlte er den Sand, überzeugt, dass er es bald schaffen würde. In der Tiefe begann er am Rucksack zu zerren. Das Teil war jedoch hartnäckiger als gedacht. Es schien immer noch festzuhängen. Inzwischen völlig verbissen kämpfte er mit dem Widerstand der Tasche, unwissend, dass der Besitzer des Rucksacks nicht weit entfernt war. Denn er hing wirklich an seinem Eigentümer, wortwörtlich. Connor erschrak heftig. Wer rechnet denn damit, in dieser Situation einen Menschen zu finden? Er schaute sich sofort um, ob ein Erwachsener in der Nähe war, der ihm helfen konnte, die Person zu befreien. Aber es war niemand in Sicht. In einem Sekundenbruchteil traf Connor die weise Entscheidung, so stark und schnell zu graben, wie er konnte. Er wusste, dass er wertvolle Zeit verlor, wenn er jetzt wegging, um Hilfe zu suchen. Und er hatte wahrlich keine Zeit zu verschenken. Der Junge grub furchtlos, so schnell er konnte, um den kleinen Menschen aus den Sandmassen zu bergen. Andere Leute hätten vermutlich nicht so schnell geschaltet wie Connor. Oder wären sogar so mutig, es einfach selbst zu tun. Aber der 11-Jährige war damals tapfer und tat, was er tun musste. Es dauerte ein paar Minuten, bis er feststellen konnte, wer im Sand vergraben war. Er holte ein Mädchen zwischen den Sandbergen heraus, blass und von Kopf bis Fuß von Sand bedeckt. Und das Schlimmste von allem war, das Mädchen atmete nicht mehr. Heldenhaft erinnerte sich Connor an eine Episode der NCSI-Polizeiserie und begann sofort mit der Wiederbelebung des Mädchens. Während er dies ganz intuitiv tat, näherten sich zwei Leute. Es waren die Eltern des Mädchens. Die 5-Jährige Alyssa Bostick war erst vor wenigen Minuten verschwunden. Sie hatte eine kleine Höhle in den Sand gegraben, die schließlich über ihr einstürzte und sie lebendig begrub. Ihre Situation war hoffnungslos, denn sie hatte die ganze Zeit unter dem Sand keinen Sauerstoff gehabt. Die Eltern des Kindes gerieten total in Panik. Aber Connor fuhr die Wiederbelebung fort und wies sie an, Hilfe zu rufen. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Innerhalb kürzester Zeit lösten diese Connor ab. Dank seiner schnellen Reaktion und seinem Heldentum hatte dieser Vorfall ein glückliches Ende. Alyssa wurde in ein Krankenhaus gebracht, erhielt die notwendige medizinische Hilfe und wurde von Ärzten untersucht.
Sie überstand den Unfall völlig unverletzt und hatte glücklicherweise keine bleibenden Schäden oder Nachwirkungen. Sowohl die Eltern als auch Connor waren sehr glücklich, dass es ihr gut ging. Ohne den tapferen Connor hätte Alyssa ihre Augen für immer geschlossen und nie wieder geöffnet. Wahrscheinlich wäre sie zu spät gefunden worden. Connor war zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein echter Held. 3 Stunden unter Sand. Ein 6-jähriger Junge aus Michigan City geriet unter eine massive Sanddüne. Er war etwa 3 Stunden lang begraben und überlebte den Unfall jedoch auf wundersame Weise. Nachdem er gerettet wurde, reagierte er sogar auf einfache Anweisungen der Ärzte. Sie sagten, dass sie so etwas noch nie erlebt hatten. Ein Wunder, dass der Junge den tragischen Unfall überlebt hat. Der Junge, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, ging nachmittags mit seinen Eltern entlang der Dünen vom Lake Michigan in der Nähe des Mount Baldy im Indiana Dunes National Lakeshore Park spazieren. Eine fast 38 Meter hohe Sanddüne verschluckte ihn. Nach Angaben des Park Rangers hatten die Eltern den anfänglichen Einsturz der Düne nicht bemerkt. Als sie den kleinen Sandrutsch registrierten, konnten sie ihren Sohn noch sehen. Aber in dem Moment, als sie versuchten, ihn auszugraben, rutschte die gesamte Düne über den kleinen Jungen. Die Eltern riefen sofort die Rettungskräfte. Innerhalb weniger Minuten waren sie vor Ort, um zu helfen. Große Anstrengungen der verschiedenen Helfer waren nötig, um den Jungen überhaupt unter dem großen Sandhaufen zu lokalisieren. Sie begannen sofort von Hand zu graben, bis bald darauf die Gerätschaften da waren, um den Jungen so schnell wie möglich zu befreien. Der Sand war allerdings mindestens 3 Meter hoch und wog sehr viel. Die Rettungsaktion dauerte für alle extrem lange. Die Eltern waren besorgt und befürchteten, dass er nicht überlebt. Jede Sekunde, die verstrich, war ihr Sohn gefangen und die Zeit lief ihm davon. Aus Sekunden wurden Minuten und aus Minuten wurden sehr lange Stunden. Hättest du nach einer Stunde noch Hoffnungen, dass dein Sohn noch lebend geborgen wird? Doch die Rettungskräfte gaben nicht auf und gruben weiter, um den Jungen zu finden. Sie taten ihr Bestes und das so schnell wie möglich. Nach fast 3,5 endlosen, quälenden Stunden hatten sie endlich den verschütteten Jungen lokalisiert. Die Rettungsmannschaft scheute weder Zeit noch Mühe, um das Kind in kürzester Zeit unter dem eingestürzten Sand zu bergen. Alle befürchteten, dass er unter dem Gewicht des Sandes erstickte. So etwas war noch nie zuvor passiert. Niemand hatte damit gerechnet, den Jungen in dem Zustand zu finden, in dem er nach 3,5 Stunden war. Zu aller Freude zeigte der tapfere Junge Lebenszeichen. Die Rettungskräfte, die Umstehenden und natürlich die Eltern konnten kaum fassen, dass ihr Junge trotz der widrigen Umstände noch lebte. Vom nächstgelegenen Krankenhaus wurde er anschließend in ein Kinderkrankenhaus geflogen, um dort die notwendige Spezialbehandlung zu erhalten. Das Medizinerteam berichtete, dass der Junge Sand eingeatmet hatte und dass er eine intensive Therapie brauchte, um seine Lungen wieder zu stärken. Alle Beteiligten hofften aufrichtig, dass der Junge sich schnell erholen und bald wieder derselbe sein wird. Keiner kann nachvollziehen, wie sein Überleben überhaupt möglich war. Es ist unglaublich und die Bedingungen sprachen gegen ihn. Theoretisch hätte er es nicht schaffen können. Nach wenigen Minuten unter all dem Sand hätte er im Prinzip durch Sauerstoffmangel sterben müssen. Nach Angaben der Rettungskräfte ermöglichte ein hohler alter Baum, der ebenfalls begraben wurde, eine kleine Luftreserve. Es war genügend Sauerstoff, sodass der Junge überlebte, bis sie ihn fanden. Wie dem auch sei, das Ereignis bleibt trotzdem ein Wunder, für das wir einfach dankbar sind. Die Eltern des Jungen sind den Rettungskräften unendlich dankbar. Hätten sie nicht in aller Beharrlichkeit versucht, den Jungen zu finden und zu retten, obwohl sie sich der geringen Überlebenschance bewusst waren, hätte der Unfall für den Jungen tödlich enden können. Nach diesen Geschichten dürfen wir eines nie vergessen. Sanddünen bergen nicht nur Spaß, sondern können gleichzeitig sehr gefährlich sein. Dass Sand einstürzen kann, ist immer möglich und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Das gilt auch für gegrabene tiefe Löcher. Daher wird dringend empfohlen, keine tiefen und großen Löcher oder Höhlen am Fuß von steilen Dünen zu graben. Wer jemals am Strand von Freunden eingegraben wurde, weiß, dass man sich ohne Hilfe durch das Gewicht nicht selbst befreien kann. Bei solchen unnötigen Risiken versteht hoffentlich keiner nur Spaß. Was wir garantiert von den beiden Ereignissen behalten werden, ist der Mut und die überwältigende Hoffnung, die Menschen haben können.
Diese Alltagshelden sind der ultimative Beweis für das Mitgefühl, das jeder mitbringt und optimal wirkt, wenn wir einem anderen in Not helfen wollen. Sowohl Connor als auch die Rettungskräfte zeigen, dass Aufgeben keine Option ist. Man kann Leben retten, wenn man entschlossen einfach weitermacht. Wir hoffen, dass du was aus diesem Video lernen konntest und dich davon inspirieren lässt. Es hat Spaß gemacht, dieses Video zu gestalten und wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Gib dem Video ein Like, wenn du es gut findest. Abonniere unseren Kanal und folge uns. Aktiviere die Glocke, um als Erster eine Benachrichtigung über die neuesten Videos auf unserem Kanal zu erhalten.